Seit rund 2 Wochen beherrscht Deutschlands international erfolgreichste Band Rammstein die Schlagzeilen. Es geht nicht um ihre Musik, sondern um Vorwürfe, mit denen sich allen voran Frontmann Till Lindemann auseinandersetzen muss. Rammstein auf der Bühne in München beim ersten von 4 Konzerten mit insgesamt 250.000 Besuchern. Die aktuellen Konzerte stehen unter besonderer Beobachtung. Hintergrund: mehrere Frauen hatten in den vergangenen Tagen teilweise anonym Vorwürfe gegen Rammstein-Frontmann Till Lindemann erhoben. Sie schildern Situationen, die sie teils als beängstigend empfunden hätten. Als erster hatte die Nordirin Shelby Lynn bisher ungeklärte Vorwürfe gegen den Rammstein-Sänger am 25. Mai öffentlich gemacht. Sie behauptet, dass ihr bei einer Backstage-Party im Rahmen des Konzertes in Vilnius K.O.-Tropfen verabreicht worden seien. In einer Konzertunterbrechung sei sie unter die Bühne des Stadions gebracht. 2 Tage nach den Vorwürfen von Shelby Lynn äußert sich die Band auf Twitter: Zu den im Netz kursierenden Vorwürfen zu Vilnius können wir ausschließen, dass sich, was behauptet wird, in unserem Umfeld zugetragen hat. Am Samstag danach äußert sich die Band in einem längeren Statement, doch der Name Lindemann fällt gar nicht, er wird im Namen der Band weder kritisiert noch in Schutz genommen. Auch werden die Vorwürfe nicht explizit dementiert. Stattdessen wird darum gebeten, sich nicht an öffentlichen Vorverurteilungen zu beteiligen. Ebenso zeige man Verständnis für die mutmaßlichen Opfer, die ein Recht auf ihre Sicht der Dinge haben. Man nehme die Vorwürfe außerordentlich ernst. Im Zuge ihrer Schilderungen melden sich mehrere Frauen zu Wort, die ähnliche Szenarien wie Shelby beschreiben. Die YouTuberin Kayla Shikes berichtet am 3. Juni in einem 37-minütigen Video über ein Erlebnis, das sie selbst im Sommer 2022 rund um ein Rammstein-Konzert in Berlin erlebt haben will. Sie sei am 4. Juni 2022 mit einer Freundin im Berliner Olympiastadion von Rammsteins Castingdirektorin Alena Makieva auf eine Aftershow-Party gelockt worden. Die Influencerin sagt, sie habe schnell bemerkt, in welcher Situation sie sich befinde. Bis dato war ich der Überzeugung, dass ich da einfach zu einer ganz normalen Party bin und auf einmal checke ich, ich bin hier als Sexobjekt. Castingdirektorin Makieva sagt gegenüber Welt, zwar hätte sie Kayla zu einer Aftershow-Party eingeladen, aber diese sei nach ein paar Minuten wieder gegangen, weil sie nicht ihr Handy habe abgeben wollen. Lindemann habe sie nie getroffen. Manche der geschilderten Vorfälle bewegen sich in einer Grauzone. Bisher hat noch keines der mutmaßlichen Opfer den Vorwurf der Vergewaltigung erhoben. Doch die laut gewordenen Vorwürfe von jungen Frauen, die diese Vorfälle angeblich am eigenen Leib erlebten, haben dem Ruf von Rammstein schwer geschadet. Ja, die Schlagzeilen um Rammstein-Frontmann Till Lindemann, sie reißen nicht ab. Liebe Tanja, du warst tatsächlich das erste Mal in deinem Leben auf einem Rammstein-Konzert, das erste Konzert in München, was sie gespielt haben. Was hast du da erlebt? Und gab es irgendwelche Aussagen der Band auf der Bühne möglicherweise auch zu den aktuellen Vorwürfen? Also ich muss sagen, bei 70.000 Menschen bekommt man natürlich nicht alles mit, was da passiert. Es gab ja auch eine kleine Demonstration auf der einen Seite des Olympiastadions in München. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen, weil ich war auf der Westseite. Und um mich herum, muss ich sagen, waren nur Fans, die einfach ja, happy waren, die Bock hatten auf dieses Konzert, die konnten es kaum erwarten, bis es dann losging. Und die Laola ging ja schon, bevor Rammstein überhaupt auf die Bühne kam, ging die Laola schon durchs Stadion und die haben wirklich darauf gefiebert, dass die Band kommt. Und mir wurde gesagt, Rammstein geht raus und die sprechen nicht. Also die machen ihr Programm, aber die ist jetzt nicht so, wie wenn jetzt eine Helene Fischer oder eine Beatrice Egli auf die Bühne gehen. Die reden ja dann immer mit den Fans und sagen, hey, hallo München, wir freuen uns da zu sein. Und nach 2 Songs wird ja dann irgendwas gesagt. Das macht Rammstein nicht, aber es gab tatsächlich nach diesem ersten Konzert ja Neuerungen, die noch vor 2 Wochen bei dem Konzert in Litauen eben nicht auf der Bühne waren. Also zum ersten Mal die Bühne, also die Band ist ja dann am Ende des Konzertes, haben die sich hingekniet und haben sich verbeugt vom Publikum, haben sich auch bedankt, dass München sie so nett aufgenommen hat. Und es ist ja ein Song auch nicht gespielt worden. Und da wissen wir aus dem engsten Umfeld der Band, also Pussy, der Song Pussy, das ist der, wo Till Lindemann dann immer auf dieser riesen Peniskanone sitzt. Der ist nicht gespielt worden aus Respekt vor den Vorwürfen gegen die Band. Und das ist ein ganz klares Zeichen von Seiten der Band, dass man die Vorwürfe auf jeden Fall ernst nimmt. Auch wenn die Band sich ja distanziert hat, hat gesagt, es ist nicht wahr, was einzelne Frauen behaupten. Das stimme nicht, sagt die Band ganz klar. Das muss man auch immer wieder ganz deutlich sagen, weil noch sind es ja nur Vorwürfe und Unterstellungen, es ist nichts bewiesen. Und gestern aber doch dieses ganz, oder bei dem ersten Konzert doch das ganz klare Zeichen, dieser Song wird nicht gespielt, eben als Zeichen an die Frauen. Konkret gesagt wurde aber nichts.
Die haben sich jetzt nicht darauf, also zu diesen ganzen Vorwürfen haben die nichts gesagt, nein. Du hast gerade schon diese Peniskanone angesprochen. Rammstein ist ja bekannt dafür, dass sie provozieren. Es gibt diese, ja, fast schon legendäre Peniskanone, die, wie du auch gerade gesagt hast, dann, wenn das die Pussy kommt, auch benutzt wird, auf der Till Lindemann dann reitet. Für dich ist das also ein Zeichen, und das hast du auch hinter den Kulissen gehört, dass das bewusst nicht zum Einsatz kam. Genau. Auch diese Peniskanone nicht. Genau, also das war ganz, ganz bewusst. Die Band hat sich natürlich vorher auch zusammengesetzt. Die haben ja jetzt auch, ist ja kein Geheimnis, haben wir auch schon veröffentlicht. Es gibt eine Anwaltskanzlei, die ja jetzt versucht, im Namen der Band all das aufzuklären, was da gerade im Raum steht. Also diese Anwaltskanzlei spricht mit allen, mit der Band, mit allen, die drumherum beteiligt sind, auch versucht wohl auch mit den Frauen zu sprechen, die diese Vorwürfe in den Raum stellen. Es gibt auch eine Kommunikationsagentur, die sich jetzt eben darum kümmert, diesen Schaden da jetzt irgendwie einzufangen. Und bevor das Konzert losging, saßen die auch alle zusammen, haben natürlich überlegt. Und wie gesagt, wir wissen auch aus dem allerengsten Umfeld der Band, dass die schon betroffen sind. Und man hat ja auch gemerkt, also nach dem Konzert flossen ja sogar Tränen auch bei einem der Bandmitglieder. Und das zeigt ja, wie angespannt die natürlich gerade sind. Und mir wurde gesagt, aus dem engsten Umfeld der Band, die wissen gerade selbst nicht, was da passiert. Also die können sich das teilweise gar nicht erklären. Und man darf nicht vergessen, da gibt es ja auch Familien, also die sind ja auch, die haben ja auch Frauen, die haben Kinder. Ja. Und das merkt man einfach, das beschäftigt die Band extrem. Darüber reden wir auch gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Lass uns noch mal einmal bei diesem Konzert bleiben, weil du gerade so schön beschrieben hast, dass die Fans, ich würde das jetzt mal als sehr loyal bezeichnen, ne? Also dass die sich nicht so sehr beeindrucken lassen haben von diesen ganzen Vorwürfen, also dass die Stimmung trotzdem weiterhin unter den Fans gut war, zumindest das, was du erlebt hast. Enorm war die Stimmung, also die war wirklich enorm. Mhm. Also 70.000 Menschen haben da wirklich gefeiert und mitgesungen. Und es ist ja immer schön, wenn man dann diese harten Jungs sieht, alle tätowiert, also im Publikum meine ich jetzt, wenn man die dann sieht und wie sie sich in den Armen liegen und die Songs mitsingen. Und wie gesagt, dauernd die Laola und Applaus und jeder hat fotografiert. Und dann auch am drittletzten Lied gehen ja dann 70.000 Handylichter an. Und also auch bei Rammstein wird es dann doch auch sehr emotional. Hauke, würdest du die Fans von Rammstein als besonders loyal bezeichnen? Absolut. Also die haben ja auch schon wahnsinnig viele Skandale mit dieser Band erlebt und mögen die ja auch deswegen, dass die sich nicht den Mainstream-Medien, wie die das ja gerne nennen, immer wieder erklären, was natürlich auch bei all dem, was Rammstein benutzen, auch viel Erklärungs... Also bräuchten sie auch viel Zeit und Platz, um sowas alles zu erklären. Und die Fans sind das ja gewohnt und für die gehört das mit dazu. Ich glaube, dass diese Vorwürfe, die jetzt da gemacht worden sind, trotzdem einige nachdenklich haben werden lassen. Wir haben ja auch mit vielen Fans vor dem Konzert gesprochen. Da gibt es schon einige, die sagen, wenn das wahr ist, dann gehe ich nicht mehr zu einem Konzert. Aber bis da nichts weiter bewiesen ist, glaube ich, geht jeder echte Rammstein-Fan weiter zum Rammstein-Konzert. Es gibt immer wieder Berichte über eine sogenannte Blackbox, also eine schwarze Box, die irgendwie zum Einsatz kommt während eines Konzertes. Was hat es damit auf sich, Tanja? Naja, diese Box, das ist ja eigentlich bei jedem Konzert, Hauke, du weißt es noch besser als ich, bei jedem Konzert, da die Bühne natürlich viel höher gebaut ist, als der Boden ist, ist ja immer ein sogenannter Hohlraum unter der Bühne. Und diese Blackbox, also die ist dann verhangen natürlich und das ist der Moment oder das ist der Rückzugsort für Till Lindemann, für einige andere von dieser Band, die sich dann kurz zurückziehen, immer zwischen den einzelnen Songs. Und da, so behaupten ja einige Frauen, soll es dann eben zu Begegnungen gekommen sein während der Songs oder während dieser kurzen Pausen. Und da soll es dann angeblich sogar auch zu sexuellen Handlungen gekommen sein. Wissen wir alle nicht. Wie gesagt, steht alles im Raum. Bei dem Konzert, ich saß da schon und habe mir überlegt, wie in dieser Kürze der Zeit, also Till Lindemann, ich habe nämlich genau auf die Uhr geguckt, der war 3 Minuten weg. Und als er dann zurückkam, war er auch noch umgezogen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, okay, das ist dann wirklich alle Achtung, wenn in der kurzen Zeit dann auch noch was passieren soll. Wobei muss man auch sagen, bei diesem ersten Konzert jetzt in München, auch das eine Neuerung zu den Konzerten vorher. Es gibt immer zwischen Song 9, das ist dieser berühmte Song 9, da wird dann der Song Zeit gespielt. Der geht dann über in eine kleine Pause. Das ist der Deutschland-Remix und dann geht immer Till Lindemann von der Bühne. Also das ist so seine kurze Pause. Und normalerweise, so wurde mir auch von Rammstein-Fans gesagt, ist er dann so 8-9 Minuten weg und kommt dann zurück auf die Bühne. Und jetzt in München war es schon auffallend und auch das hat uns dann, das enge Umfeld der Band hat mir das dann auch bestätigt. Ganz bewusst war das ganz, ganz kurz. Also er kam nach maximal 3 Minuten, war er wieder da. Er hat sich dann auf der Bühne hingekniet und hat seinen Bandkollegen zugeguckt, weil die machen dann so eine Performance, da ist er nicht involviert. Er kniete am Rand der Bühne, hat zugeguckt, ging dann nochmal ganz kurz weg und dann war er wieder da. Also man hat gemerkt, diese Pausen,
dass Till Lindemann weg ist von der Bühne, das ist vorbei. Mhm. Also das machen die natürlich jetzt auch ganz bewusst. Um sich zu schützen. Um sich zu schützen, damit da nicht wieder jemand behaupten kann, da ist irgendwas passiert hinter der Bühne. Eine zentrale Figur, über die wir unbedingt sprechen müssen, ist Alena Markiewa. Die bezeichnet sich selber als Casting-Direktorin in all den, man muss noch mal sagen, teilweise anonymen Berichten von Frauen, spielt diese Alena Markiewa aber immer irgendwie eine Rolle. Sie soll, so berichten es diverse Frauen, junge Frauen gecastet haben, angeschrieben haben, ob sie zu den Konzerten kommen wollen, ob sie auf die Aftershow-Partys kommen wollen, so berichten es die Frauen. Und soll denen auch Anweisungen gegeben haben, wie sie sich zu kleiden haben. Einige berichten, dass man darauf geachtet hat, dass sie darauf geachtet haben soll, dass diese Frauen auch möglichst jung sind. Was wissen wir über diese Frau? Hauke, magst du was sagen oder soll ich? Gehört schon lange zu dem Umfeld von Rammstein, hat sich selber auch immer als Casting-Direktorin vorgestellt und hat tatsächlich, das muss man sich vorstellen, wie so eine Art Türsteherfunktion. Die Band feiert das Konzert danach mit einer Party. Und wie in jedem Club hat man natürlich jemanden, der sagt, da sollen auch die richtigen Leute zusammenkommen, das soll zusammenpassen, die müssen alle mit was miteinander zu tun haben. Und das hat sie gemacht. Das heißt, sie hat geguckt, welche Leute in diese Aftershow-Partys reinkommen. Aber hat sie jetzt anscheinend nicht nur, so lauten die Vorwürfe, nicht nur darauf geachtet, dass diese Mischung gut passt, sondern dass da halt auch viele junge Frauen mit anwesend sind, die toll aufgemacht sind. Und so kommt der Vorwurf von einer Konzertbesucherin, hat diese Person einen Teil, einen kleinen Kreis, dann in einen Spezialraum gebracht, wo die dann auf Till Lindemann gewartet haben und wo denen dann angeblich von ihr gesagt worden sind, hier sollt ihr dann Sex mit Till Lindemann haben. Hm. Wie gesagt, auch da, ne, sind alles Vorwürfe. Genau, absolut. Und das ist natürlich nur das Bild, was sich zeichnet, was viele Frauen berichten, dass diese Frau immer eine zentrale Rolle gespielt habe bei einer Art von Rekrutierung, wenn man das jetzt mal so nennen kann. Aber natürlich sind das alles Vorwürfe, die noch geprüft werden müssen. Die Band, das darf man nicht vergessen, die Band hat sich ja inzwischen auch schon von Alena Markiewa distanziert. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Was macht die jetzt? Ist sie noch Teil dieser Band? Nein. Laut unseren Informationen nicht mehr, aber sie soll angeblich in München gewesen sein, jetzt wo das Konzert stattgefunden hat. Genau, es kann auch sein, weil sie postet extrem viel bei Instagram, muss man sagen. Also man hat schon den Eindruck, dass sie sich da ein bisschen wichtiger nimmt, als sie es vielleicht jemals war. Also auch, sie hatte ja nie ein Anstellungsverhältnis. Also auch das haben wir aus dem Umfeld der Band erfahren. Die hatte keinen Arbeitsvertrag. Die hat das alles so aus freien Stücken gemacht. Die war wie so ein Groupie, Edelgroupie, und ist mit der Band gereist und hat natürlich ganz, ganz viele Fotos, auch mit Till Lindemann, mit allen Bandmitgliedern, weil sie einfach immer im Umfeld dieser Band war. Man hat sich inzwischen von ihr distanziert. Die Band hat sie ausgeschlossen. Also sie hat keinen Zugang mehr zum VIP-Bereich, zum Backstage. In München wurde mir im Vorfeld gesagt, weil sie hat gepostet, das war auffallend, also bevor das Konzert losging, hat sie gepostet aus der Fußgängerzone in München mit ihrer Freundin, die wiederum aus USA eingereist kam nach München. Und die Band hat wohl gewusst, dass sie da ist im Stadion, also Alena Markiewa soll da gewesen sein. Aber es wurde uns auch erzählt aus dem Umfeld der Band, dass sie hatte ganz normale Tickets. Also sie muss da irgendwo in dem Block gesessen haben, wo ich auch saß. Aber sie hatte keinerlei Zugang mehr zur Band. Es gab ja auch in München gar keine, diese Row Zero, um die es ja immer ging. Also diese zwischen erster Absperrung und Bühne. Da war ja nochmal dieser besondere Platz, den gab es ja jetzt in München auch gar nicht. Wo viele dieser Frauen dann angeblich gestanden haben und von da aus dann zur Aftershow-Party gekommen sind. Diese Aftershow-Partys gehören zu vielen Konzerten dazu, nicht nur bei Rammstein. Aftershow-Partys nicht solcher Art, wie sie von diesen Frauen beschrieben werden, sondern Aftershow-Partys nach Konzerten machen viele, viele Künstler. Gab es denn in München, wissen wir das, gab es dort eine Form von Aftershow-Party oder ist die Band einfach direkt ins Hotel und hat sich eingeschlossen? Also unsere Informationen sind, dass es keine Aftershow-Party gab, dass die Band ins Hotel zurückgefahren ist. Ob die sich natürlich da in einer der Suiten noch getroffen haben und vielleicht nochmal angestoßen haben oder was getrunken haben, könnte ich mir vorstellen, dass das so war. Aber offiziell gab es keine Aftershow-Party. Mhm. Lass uns nochmal über diese Persönlichkeit Till Lindemann sprechen, weil ich glaube, dass
viele Menschen, die sich vielleicht noch nicht so mit Rammstein beschäftigt haben, auch vielleicht gerne wissen wollen, was ist das eigentlich für ein Mensch, was ist das eigentlich für ein Typ? Es gibt den Mann auf der Bühne, es gibt den Mann hinter der Bühne, es gibt die Privatperson, es gibt den Künstler. Er ist natürlich seit vielen, vielen Jahren im Showbusiness. Er war schon immer sehr umstritten. Er ist in Leipzig geboren, aufgewachsen bei Schwerin, die Mutter ist Kulturjournalistin, der Vater Kinderbuchautor. Was ist das für ein Typ, Hauke? Was ist das für ein Typ Künstler? Und warum reiben sich auch so viele Geister an Till Lindemann? Da ist einmal diese Bühnenfigur, die natürlich wahnsinnig provozierend ist. Wir haben ja vorhin über den Ritt auf der Peniskanone gesprochen, ist ja nur ein kleiner Teil. Und wenn man sich die 20 Jahre Karriere von Rammstein anguckt, haben sie immer in ein paar Jahren immer wieder einen Skandal, an die nächste Skandalsau durchs Dorf getrieben. Das ist natürlich immer eine Provokation. Das regt viele Leute auf, auch zu Recht. Wie ich vorhin ja gesagt habe, Rammstein haben viele Sachen einfach nicht erklärt, warum oder warum sie das machen. Und das wirkte dann auf mich auch häufig so, dass sie viele Dinge einfach machen, um halt zu provozieren einfach. Oder gar nicht, um irgendwas anzuschieben und einen Gedankengang oder irgendwas zu diskutieren, sondern einfach nur der Provokation wegen. So, das ist das eine. Das heißt, dieses Bühnentier, Till Lindemann, riesengroß, breit, muskulös, hat benutzt, wie wir gerade gesehen haben, das Mikro gern als Phallus-Symbol. Das provoziert natürlich viele, da reimen sich viele dran. So, dann hast du aber, was du aus dem Umfeld des Freundeskreises, du hast eigentlich einen ganz anderen Eindruck. Und wenn man den mal erlebt hat. Wie ist der hat, denn? Also völlig zurückhaltend, sehr vorsichtig, sehr freundlich. Das soll jetzt nicht heißen, dass der immer vorsichtig und freundlich ist. Aber es ist ein völlig anderes Bild, eine völlig andere Person als die, die da auf der Bühne steht. Sehr intellektuell, sehr ruhig, zurückhaltend, wirklich erstmal freundlich zuhören, redet gerne über so Kleinigkeiten. Was weiß ich, wenn man dem in Berlin über den Weg läuft, redet er über die Kneipe in dem Kiez. Wo gibt es eine gute Bratwurst? Was braucht man über Bratwurst? Was braucht man überhaupt für eine gute Soße, wenn man ein Stück Fleisch zubereitet? Also so Kleinigkeiten. Und da geht es dann gar nicht so um riesengroße, schwere Themen, sondern wirklich so um alltägliche, kleine Sachen. Und da kommt der sehr lustig, entspannt und eigentlich sogar fast schüchtern rüber. Ja, das ist interessant, dieses fast schüchtern. Das sagen eigentlich alle, die ihn gut kennen, dass der komplett zurückgenommen ist. Und was viele nicht wissen, glaube ich, der hat ja auch Kinder. Der hat ja zwei Töchter, der hat einen Enkelsohn und er war ja verheiratet. Und die eine Tochter ist ja bei ihm aufgewachsen. Also er hat sich allein um dieses Kind gekümmert. Und die Tochter ist ja bis heute auch ganz, ganz eng mit ihrem Vater. Die sagen auch Papa. Also ist nicht so, dass man denkt, cooler Musiker und man spricht sich mit Vornamen an oder so, sondern nein, sie sagt Papa. Es gibt einen 15-jährigen Enkelsohn und auch mit seiner Mama und seiner Schwester ist er ganz eng. Also das wiederum, wie Hauke gesagt, ist natürlich komplett konträr dessen, wie man ihn auf der Bühne erlebt. Also ich habe gestern Abend, ich habe bei dem Konzert auch gedacht, man kriegt fast Angst vor dem, weil der wirklich ein Tier ist da auf der Bühne und auch natürlich die Mimik und wie er geschminkt ist, das ist natürlich, im ersten Moment denkt man, wow, aber genau das Gegenteil im Privatleben. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, es ist interessant, was ihr beschreibt, also diesen Menschen auf der einen Seite. Wir haben, glaube ich, alle in den letzten Tagen sehr viel geredet mit Menschen aus der Medienbranche, Menschen, die auch Till Lindemann kennen. Mir wurde Ähnliches berichtet, also eher so ein bisschen ein Schock mit, oh, können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, dass da irgendwas gegen den Willen geschehen sein könnte, weil wir kennen Till ganz anders. Auf der anderen Seite muss man natürlich solche Vorwürfe auch immer extrem ernst nehmen und denen muss natürlich auch nachgegangen werden. Und dann ist man dann relativ schnell ja auch bei dieser Debatte, Werk und Werkurheber sind nicht notgedrungen identisch, Kunst sollte von dem Künstler getrennt werden. Viele andere Menschen sagen, das geht aber gar nicht. Diese ganze Debatte gab es auch schon mal während der MeToo-Bewegung, zum Beispiel als die Missbrauchsvorwürfe gegen Kevin Spacey aufgekommen sind. Dann wurde er aus einem Film geschnitten, der eigentlich schon fast fertig war, war dann nicht mehr Teil dieses Films. Nun werden natürlich auch bei Rammstein Stimmen laut, die zum Beispiel fordern, die Konzerte müssen abgesagt werden, die dürfen nicht mehr auf die Bühne gehen. Ich habe heute irgendwie gelesen, dass es auch schon eine Petition geben soll. Was haltet ihr davon? Sollte es nicht immer noch den Fans selber überlassen sein, ob sie diese Band unterstützen möchten, dafür Geld ausgeben, dahin gehen oder nicht? Und kommen wir bei sowas dann nicht vielleicht auch in so eine Art, relativ schnell auch in so eine Art Cancel Culture rein, wenn man jetzt den Menschen verbietet, auf die Konzerte zu gehen, beziehungsweise der Band auch verbietet zu arbeiten? Na, ich finde, das kann man gar nicht verbieten. Also du kannst ja Fans nicht verbieten, zum Konzert zu gehen. Und ich finde immer, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Also da ist ja gar nichts bewiesen bis jetzt. Also es gibt eine Frau,
das ist ja Shelby aus Dublin, die hat ja diesen ganzen Fall, sage ich jetzt mal, ins Rollen gebracht. Und sie hat eine Anzeige erstattet. Und alle anderen Frauen, die da gesprochen haben danach, machen es ja meistens auch anonym, was ich schade finde. Weil ich finde immer dadurch, wenn man ein Gesicht auch sieht oder wenn man dann den Weg eben geht, dass man das wagt, sein Gesicht zu zeigen und sagen, ich habe das und das erlebt, wäre es natürlich auch sinnvoll im Sinne von allen anderen Frauen, die sowas behaupten, wenn man dann auch zur Polizei geht und wenn man sagt, okay, ich meine es wirklich so ernst, mir ist das passiert, das war ganz, ganz schlimm, weil natürlich ist es für jede Frau ein Schock, wenn auch nur ein bisschen was passiert ist von dem, was da behauptet wird. Aber solange das jetzt alles anonym läuft, solange es überhaupt keine Beweise gibt, also auch K.O.-Tropfen, was da ja immer wieder fällt, gibt es auch bis jetzt überhaupt keinen Nachweis. Es gibt nur Spekulationen, es gibt Vermutungen. Also warum soll man dieser Band jetzt verbieten, aufzutreten und warum soll man vor allem den Fans verbieten, zu diesem Konzert zu gehen. Also du ganz klar gegen Konzertabsagen? Ja. Okay. Ich auch total. Also solange da nichts bewiesen ist, gibt es da nichts abzusagen. Alles, was um die Band vorher herum passiert ist in all den Jahren, das kennt sowieso jeder. Und da gab es auch nie die Ansage oder den Wunsch, das abzusagen. Und ich finde jetzt, solange das alles noch im spekulativen Bereich bleibt und es keine Ermittlungen gibt, gibt es keinen Grund, das abzusagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein hochkomplexes Thema. Danke, dass ihr das so, ja, das doch so mit mir hier eingeordnet habt. Ich glaube, wir haben so gut es geht alle Facetten dieses Falls beleuchtet und sind natürlich weiter auch an der Recherche und werden über alles berichten, was da in den nächsten Tagen und Wochen ans Licht kommt. Und ich bin mir auch sicher, dass in unserer nächsten Folge das nochmal Gegenstand dieser Berichterstattung wird, denn das wird wahrscheinlich so schnell auch nicht abebben. Nein, und deswegen auch nochmal wichtig zu sagen, wir fragen natürlich auch regelmäßig die Band an. Also wir fragen die Frauen an, um die es geht. Alle Frauen, über die wir jetzt gesprochen haben, fragen wir natürlich an, ob sie mit uns sprechen. Wir fragen natürlich auch die Band an, ob sie sich dazu äußern wollen. Bis jetzt gibt es ja nur dieses eine Statement. Das ist ja nach wenigen Tagen haben sie das veröffentlicht und haben gesagt, wir distanzieren uns davon. Es stimmt nicht. Und auch in unserem Falle gilt die Unschuldsvermutung. Und wir werden natürlich genau wie alle anderen Medien da auch dranbleiben und werden versuchen, mit allen Beteiligten zu sprechen. Exakt. Liebe Hauke, vielen Dank für deinen Besuch. Ja. Wir würden dich nochmal einladen. Ne? Klar.